nutzen, mit schnellen Bandbreiten wie UMTS oder sogenannten Smartphones. Silvia Ludwig hat sich von SWR3-Internetfachmann Stefan Scheurer zeigen lassen, was alles so möglich ist. Also zum ersten Mal in einer fremden Stadt. Früher war das ja ein echt großes Problem. Was mache ich eigentlich? Wo kaufe ich ein? Aber heute gibt es ja die kleinen Helferlein. Handys mit Internetanschluss. Und die Frage ist, wir sind ja draußen. Hält's Wetter tatsächlich heute hier draußen in Baden-Baden? Der erste kleine nützliche Helfer ist das Regenradar. Hier kann ich mir anzeigen lassen, wo überall Regen um mich herum ist, da wo mein kleines Kreuz ist. Da bin ich gerade in Baden-Baden und rund um mich rum in Baden-Württemberg regnet es im Augenblick nicht. Also können wir die Tour durch Baden-Baden starten. Fremde Stadt, nächstes Problem, ich habe kein Geld. Und das in Baden-Baden. Okay, hier gibt es ein Casino, aber es ist ein bisschen unsicher. Ein Geldautomat wäre jetzt wirklich nicht schlecht, aber wenn man einen braucht, ist keiner da. Auch da könnte vielleicht das Handy helfen mit Internetanschluss, denn das Handy weiß doch immer alles besser, oder? Theater, Taxi, Tankstellen, Restaurants, Parkplätze, Krankenhäuser, Kinos, alles ist hier drin. Bankfilialen. Da suche ich mir jetzt mal die nächste Bankfiliale raus, denn mein Handy weiß, wo ich bin, 64 Meter weg, und ich kann es mir sogar auf einer Karte anzeigen lassen. Fremde Stadt, jetzt wäre eigentlich ein Kaffee nicht schlecht. Irgendwoher kenne ich das, was hier läuft, aber von wem ist es? Aber ich kann ja nachschauen. Ah, so ist das. Ach, ist schon noch schöner Herbst. Könnte man eigentlich ein bisschen spazieren gehen hier noch in Baden-Baden. Und das Tolle ist, der Schwarzwald, ehrlich, ist ja hier zu Hause mit SWR3. Und da kann ich ein bisschen Radio hören. Dieter Bohlen hat in einem Fokus-Interview erklärt, dass er Steuerabgaben eigentlich okay finde. Einen Höchstsatz für Steuern aber bei 35% sehe. Der Grund... Ja, der Mann kann spielen mit seinem Handy. Und bei uns im Studio ist jetzt sein Kollege Josh Kochan, Multimedia-Redakteur bei SWR3. Guten Abend. Josh, mit diesem Telefon, man muss es noch mal immer wieder erwähnen, man kann auch telefonieren, glaube ich. Das geht nach wie vor. Das ist ein kleiner Nebeneffekt noch. Aber ist es eigentlich teuer, mit diesen Handys mittlerweile ins Internet zu gehen? Gibt es da sowas wie eine Flatrate? Ja, das gibt es, aber man muss natürlich davor warnen. Also wer einfach so mit seinem Handy ins Internet geht, der zahlt schon kräftig drauf. Deshalb besser bei seinem Mobilfunkanbieter nachfragen. Die bieten meistens, ich sage jetzt mal, in so einem Preisbereich zwischen 10 und 20 Euro im Monat zusätzlich so eine Flatrate an. Und da kann man dann wirklich ganz viele tolle Sachen mitmachen und zahlt wirklich nur diese 10 oder 20 Euro. Also für all die, die neben dem Telefonieren auch noch ein bisschen spielen wollen mit den Handys, da gibt es ja vor allen Dingen eine Reihe von Programmen, sogenannte Apps. Wo kriegt man die her? Also das geht ganz einfach. Das geht entweder mit seinem Handy direkt oder mit dem Computer zu Hause. Ich habe das heute Nachmittag mal zu Hause bei mir ausprobiert, wie das so funktioniert. Das ist relativ einfach. Also man hat sein Handy, wählt da den entsprechenden App Store, also quasi die Plattform an, wo diese Programme zu finden sind. Drückt da drauf und innerhalb von, ja, ich sag jetzt mal 40, 50 Sekunden ist das Programm installiert auf seinem Computer. Und ich habe jetzt mal mir ein ganz lustiges Programm rausgesucht, zum Beispiel die Wasserwaage. Was? Also für den kleinen Heimwerker zu Hause auch noch die Wasserwaage im Handy? Naja gut, der Heimwerker zu Hause, der wird mir vermutlich sagen, also es geht doch nichts über meine große Wasserwaage. Aber ja, ich sag jetzt mal, um ein bisschen zu spielen und natürlich auch vielleicht am Stammtisch zu sagen, guck mal hier, ich habe sogar eine Wasserwaage im Handy. Für die sind solche Programme gedacht, aber man muss dazu sagen, es gibt natürlich auch viele nützliche Sachen, womit man, das hat man vorhin im Film ja auch schon gesehen, womit man wirklich auch, wenn man irgendwo in einer fremden Stadt ist, super gut zurechtkommt. Also man kann sich Stadtpläne runterladen, man kann sich das Wetter von Urlaubsort XY runterladen. Und gibt es da bestimmte Anbieter, die sagen, wir haben die größte Palette, hier kannst du am besten deine Programme runterladen, oder ist es unabhängig? Es gibt natürlich, das ist meistens gebunden direkt an die Handyhersteller. Ah, ja. Also in dem Fall der größte mit momentan 100.000
nahezu 100.000 Programmen ist Apple, die Firma Apple mit dem iPhone. Aber es gibt auch Hersteller wie Nokia, die kommen leider nur auf knapp 1.000 Programme, die sie momentan zur Verfügung haben. Aber das ist natürlich ein Trend. Der Weg geht dahin, dass immer mehr Programme auch zur Verfügung gestellt werden. Freie Programmierer im Internet einfach sagen, ach, ich programmiere jetzt einfach mal was. Und teilweise kosten die Programme nämlich, wie jetzt meine Wasserwaage, nichts. Die hat nichts gekostet. Es gibt aber Programme, da zahlt man ein bisschen Geld für, aber es sind meistens nur ein paar Euro, also meistens im einstelligen Euro-Bereich. Und die zahlt man einmal dann oder muss man das monatlich? Nein, also wenn man die Wasserwaage ist ein Jahr die braucht. Die Wasserwaage nicht, aber sonst zahlt man einmalig 1 Euro, 2 Euro, 3 Euro, weil diese Programme meistens nur für so einen ganz bestimmten Zweck auch programmiert sind. Also ich kann mir Wetter angucken, ich kann mir Stadtpläne angucken, Busfahrpläne etc. Alles Mögliche gibt es. Also recht überschaubar. Wir haben ja im Film gesehen, auch SWR, der SWR hat solche Apps, wir bleiben mal bei diesem Begriff, diese Programme übersetze ich sie mal kurz. Was gibt es da zum Beispiel? Also es gibt mittlerweile für jede Hörfunkwelle, ob es SWR1, das Ding, Contra, SWR3, SWR2 ist, eigene Programme. Mhm. Momentan nur bei der Firma Apple im iStore, bei iPhone dann auch runterzuladen. Aber daran wird natürlich auch gearbeitet, dass auch für andere Handyplattformen diese Programme zur Verfügung sind. Und das sind nicht nur einfache Audioplayer, wo man die Programme dann auch live mit anhören kann, sondern da kann man viel, viel mehr. Man kann Wetterinformationen, Verkehrs-, Staumeldungen direkt von dort runterladen. Einfach Zusatzinformationen, die man bei den jeweiligen Hörfunkwellen dann des SWR auch bekommt. Aber wir glauben, wir können sagen, keine Sorge, man kann auch noch vom Radio diese Programme hören. Ne? Man muss nicht unbedingt das Handy dabei haben. Aber man sieht natürlich, ist gerade diese Internetsache, die ist natürlich interessant. Und gerade wenn man viel unterwegs ist oder in einer anderen Stadt ist, ist auf jeden Fall attraktiv. Absolut. Josh Kochan, vielen Dank für diese Information. Sie wissen, liebe Zuschauer, all das können Sie noch einmal auf unserer Internetseite nachlesen unter www.landesschau-bw.de. Dazu ist Josh Kochan jetzt für Sie an unserem Expertentelefon erreichbar. Da können Sie also noch ein bisschen über die kuriosesten Programme ihn befragen oder auch das, was nützlich ist, unter der 01803 929 505. Noch einmal die Telefonnummer für das Expertentelefon mit Josh Kochan zum Thema Internet und Handy jetzt unter der 01803 929 505.